Geistererscheinungen. Geister als schlechtes Omen. Gelesen und geschrieben von Carsten S. am 19.08.2013. Immer wieder gibt es Berichte von Geistererscheinungen, die kurz vor tragischen Unfällen geschehen. Man hat direkt nach dieser Erscheinung, die meist auf etwas Unheilvolles hindeutet, das Schlimmste zu erwarten. Dabei ist nicht entscheidend, ob der Geist direkt auf ein Unglück verweist, sondern das ungute Gefühl, was dieser bei den betroffenen Menschen zurücklässt. Es gibt viele kleine wie auch große Fälle, bei denen ein Geist oder mehrere Geister ein paar Minuten vor einer menschlichen Katastrophe auftauchen. Zur Erklärung dieses Phänomens werden wir Ihnen erstmal ein paar kleine, aber interessante Fälle beschreiben, die dieses Thema näher veranschaulichen. Am 29. Mai 526 nach Christus, also ein Tag vor Himmelfahrt, haben sich fast alle Christen in Antiochia, heute Antakya im Süden der Türkei, auf den zentralen Stadtplatz versammelt, um das Fest für den nächsten Tag vorzubereiten. Als die Dämmerung hereinbrach, tauchten, laut alten Sagen und Legenden, auf dem Platz schemenhafte Gestalten auf, die Gewänder aus Samt und Seide trugen. Die Menschen waren verängstigt und wurden hysterisch. Sie ähnelten Engeln. Nach einer Zeitspanne, die nicht näher überliefert ist, verschwanden die Gestalten. Die Menschen hätten dies wohl als Wunder Gottes beschrieben, wenn nicht an dem Abend die sagenumwobene Katastrophe von Antiochia hereingebrochen wäre. Die Erde fing an zu beben. Erdstöße setzten der Stadt zu, dass viele Häuser einbrachen und viele, viele Menschen unter sich begruben. Nach dem ersten Schock versuchten die Überlebenden den Eingeklemmten und Verschütteten zu helfen. Einige kleine Nachbeben und plötzliche Brände besiegelten den Untergang der Stadt. Zwischen 250.000 und 300.000 Menschen kamen um. Der Rest der Überlebenden, ca. 100.000, musste zusehen, wie die 200 Jahre alte Kirche 5 Tage später einbrach. Der zweite Fall. Der Mississippi-Dampfer George kuschierte, so wie jeden Nachmittag, viele Menschen von New Orleans nach Baton Rouge. Am 13. März 1872 waren in etwa 120 Personen auf der Durchreise. Der Dampfer machte an jeder größeren Stadt Halt und ließ Gäste aus- und einsteigen. Als er wieder von Donaldsonville losfuhr, war kurz darauf etwas Seltsames für die Gäste zu bemerken. Vor den Augen der Passagieren am Hinterdeck tauchten halbtransparente und riesige Gestalten auf, die mindestens 2 Meter groß waren. Die Gäste des Dampfers waren ratlos und verängstigt. Alle drängten an die Spitze des Schiffes. Die Erscheinung verschwand einige Sekunden später. Verwirrung brach aus. Ein paar Minuten darauf ging einer der Dampfkessel in die Luft. Der Durchschlag war so gewaltig, dass die rund 30 cm dicke Stahlwand samt Fragmente des Bodens durchbrochen wurden. Der Dampfer sank und mit ihm 68 Fahrgäste. Die Überlebenden berichteten von der gruseligen Erscheinung, die als schlechtes Omen dargestellt wurde. Die meisten Menschen glaubten der Geschichte nicht und zogen sie ins Lächerliche. Der dritte und letzte Fall. In der Londoner Zeitung wurde am 29. September 1914 ein frei erfundener Text veröffentlicht, der dennoch einen wahren Kern hatte. Englische Soldaten kämpften im Ersten Weltkrieg gegen die deutschen Soldaten. Die Engländer gerieten in Bredouille und verfielen wegen ihrer Lage in Panik. So sollen an diesem nebeligen Tag mitten auf dem Schlachtfeld bei Moore, Frankreich, Geister aufgetaucht sein, die sich mit erhobenen Händen gegen die Deutschen wandten. Die Engländer beschworen, dass es so gewesen war. Keiner der deutschen Soldaten sprach darüber, so dass es von dieser Seite keine haltbaren Zeugenberichte gab. Die Geister waren nach englischer Aussage über 2 Meter groß und ließen die Kugeln abprallen, sodass sie ihnen keinen Schaden zufügen konnten. Die Schutzpatrone ließen heftige Schreie auf die Deutschen los, die darauf die Flucht ergriffen. Danach sollen sich die Geister langsam in Luft aufgelöst haben. Das Interessante ist, dass es im gesamten Grenzverlauf des Ersten Weltkrieges Russland, Frankreich, Balkan und Türkei Geistererscheinungen gab, die eine unsagbare Trauer mit sich brachten. Die Erscheinungen kann man als Prophezeiung sehen, dass es unvorstellbar viele Tote in diesem Krieg geben würde, wenn er nicht beendet wird. Ihre Ziele haben die Geister meist nicht erreicht, wie es scheint. Erschreckend und eindrucksvoll waren sie, aber sie konnten nicht die Menschen von ihrem willkürlichen Verderben abbringen oder vor deren Schicksal warnen.
Es gibt sicherlich auch noch in unserer Zeit Fälle, bei denen Geister versuchen, uns vor Gefahren zu warnen oder von Leid abzubringen. Der Mensch aber erschreckt sich nur und schließt nichts daraus. Aber Geister können nun mal nicht zu 100% in unsere Welt eintreten.